Hallo zusammen, willkommen bei Sahandar Call of the Wild. In Patagonien geht's heute auf die Wasserbüffel und heute habe ich mir Verstärkung geholt. Die Anna ist wieder zurück. Moin! Ja, und ja, wir werden heute mal eine kleine Wasserbüffeljagd veranstalten. Ja, wird etwas länger dauern, denn wir haben Zeit, wir haben Lust und ich würde sagen, wir machen los. Jo, machen wir kurz los. Die Karte auf, dass ihr auch mal seht, wo wir denn sind. So. Okay. Gut, ja, Waffen brauchen wir jetzt ja nichts sagen. Waffenklasse 3 habe ich. Anna, glaube, hat Waffenklasse 4 Gewehr mit. Ja, bestimmt. So. Hab mir gar nicht angezeigt. Nee, haben wir schon Kollegen. Ja. Ja, und unser Ziel ist es eigentlich, jetzt keine Ansitzjagd zu machen oder keine perfekte Jagd. Wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Wir werden die Büffel auf Entfernung schießen. Und das läuft eigentlich recht gut. So. Obwohl ich auch sagen muss, ich finde mein Büffelspiel ist ganz schön aggressiv. Ja, das stimmt. Die sind ja auch knallhart. Obwohl ich fand, als wir das letzte Mal gespielt haben, waren die gar nicht so aggressiv. Heute Morgen schon. Nee, beim letzten Mal da. Ich glaube, da hat uns nicht mal einer angegriffen. Nee, keiner. Da hatten sie Respekt vor uns, also wirklich. Weil wir im Doppelpack haben. Das kannten sie noch nicht auf meiner Map. Ja, die waren verblüfft. So. Wo möchtest du hin? Nach Ost? Nee. Ja, nach Osten. Osten. Da hat ja einer gecallt, da hinten. Ah, am besten habe ich meist immer ein bisschen mehr. Aber ich folge dir, unauffällig. Gehen wir nach Süden. Ja, heimlich ab. Süden. Sonst würde ich sagen, einfach straight zum Wasser und dann gucken wir nach links oder rechts und wo wir es was sehen, gehen wir hoch. Genau. So machen wir das. Ach, immer nur dafür da, um Probleme zu lösen. Das soll er entgegen. Eigentlich komisch. Ach so, ja, wir laufen ja Richtung Osten. Ich wollte gerade sagen, wir laufen Richtung Süden und die Sonne geht auf. Ich spiele KI. Nee, es passt. Hast du nicht einmal meine Screenshots gesehen, Mann? Der ist, glaube ich, noch gar nicht so alt. Da hatte ich dann so ein... Darf ich Kacke bei YouTube sagen? Natürlich. Das ist so ein Kackerhaufen mitten in der Luft schweben. Also ich. Hier stimmt ganz vieles nicht. Vor allem, ich finde die Büffel, die backen auch richtig. Ist manchmal aber von Vorteil. Ich denke aber ja, das liegt am Gelände. Ich denke immer, das liegt immer nur an meinem Laptop. Und das Spiel kann da gar nichts für. Nee, ich habe da auch ziemlich viel Büffel, die öfters mal einfach auf der Stelle an so einem Ast hängen bleiben und dann da rumlaufen und eigentlich gar nicht da sind. Das habe ich aber auch manchmal, dass ich an so einem Baumstamm hängen bleibe. Oder halt nicht drüber laufen kann. Wie im wahren Leben bei mir. Mir wird schon Losung und Fußstapfen angezeigt, ihr auch? Ja. Guck schon rum hier. Ich sehe einen. Ja, schon wieder. Was ist denn das? Aber die laufen, er läuft gerade weg. Ich habe ein Gespür dafür. Ah, nee, was habe ich denn? Ein Maultierhirsch habe ich entdeckt. Wo denn? Irgendwo Richtung Nordost. Da. Markiert? Der läuft gerade wieder wie an der Schnur gezogen. So ohne die Füße zu bewegen. Echt? Bei mir läuft er richtig. So viel zur KI. Warst du schon mal auf dem... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wenn du bei Steam kannst du ja auch auf deine Community gucken. Speziell auf dieses Spiel. Da stellen die Leute richtig schöne Screenshots ein. Schon mal geguckt?
Nee, da gucke ich weniger. Aber ich weiß, was du meinst. Ah, ich habe das aber auch nur durch Zufall jetzt gehabt. Sah echt gut aus. Manche geben sich echt Mühe. Aber ich finde so eine kleine Bugs, Charmant. das hat ja auch was Lustiges. Ja, vor allem wenn du irgendwelche Tiere hast, die kilometerweit woanders hingebackt werden und du es richtig angezeigt bekommst auf deiner Map. Das finde ich gut. Oder wenn auf einmal dein Hirsch oder so wie Jesus übers Wasser läuft und Kilometer im See drin ist. Hast du das auch schon gehabt? Also mit dem Wasser hatte ich noch keine Probleme. Ich hatte das bei Wasser und das, ich glaube, ich hatte einen Bär gejagt oder so, hatte ihn angeschossen oder ist da Richtung Berg gelaufen und das war ein hoher Berg. Nicht irgendwie mit Rampe, dass du rauflaufen konntest. Und der ist draufgebackt Wasserbüffel im worden. Süden. Süden, ja. Dann gehen wir da mal lang. Das passt, da haben wir auch dem Wind entgegen. Ich hätte gerne eine größere Herde. Heute Morgen waren das, glaube ich, 15, 16 Tiere. Ich hatte bloß keine Zeit mehr. Wir gucken mal, wir haben doch Zeit. Ja, so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber letzten tut uns keiner. Nö. Da geht es mir eher um um die Punkte. Und ob ich die Tiere gut geschossen habe. Ich mag die Platzierungen sehen. Das haben sie an dem Spiel wirklich sehr schön gemacht. Ah, warte mal, ich habe einen. Markiert, wenn du ihn siehst. 100 Meter. Können wir schon fast einen Schuss setzen, ne? Wie du magst, sonst schießt du noch rauf, ist nur einer. Ah ne, die kriegen ja dann beide Punkte, ne? Oh, will der jetzt wegrennen? Jetzt ist es weg. Ach nee, da läuft er. Jetzt liegt er. Mein letzter Jetzt, Schuss. ja. Da ist er mir kippt wie ein Sack. Einer. Aus einem Schuss Distanz. Er steht da und plumpst so um und setzt sich hin auf seinem Hintern und fällt um. Total süß gemacht. Aber es gibt auch momentan extra Punkte, zumindest heute Morgen, extra Punkte für One-Shot im Herz. Okay. Ja, da hast du ja deinen Diamant geschossen. Mit einem Herztreffer. Ja, oh, das war wunderschön. Ich habe mich so gefreut. Vor allem, ich habe mir letzte Videos angeguckt von ein paar amerikanischen YouTubern, die das spielen. Und die haben so oft Diamanten. Und ich habe auch das Gefühl, die haben viel größere Elche. Riesentiere. Die sehe ich im Spiel gar nicht. Und momentan wollte ich öfter diese Grauwölfe jagen auf dieser Yukon 9 Map. Aber ich finde die Wölfe so schwer zu finden. Laufen die überall rum? Nee, da gibt es so ein Waldgebiet, so ein verkokelter Wald. Ah ja, ich weiß, welchen du meinst. Da sind die vermehrt drin. Also sehen tue ich ihn nicht. Ich auch nicht, ich habe ihn gehört. Weißt du noch, wo der lag? Ach, da vorne liegt er, jetzt sehe ich ihn gerade. Das ist an der Map auch so gut. In diesem Wald kannst du so gut zwischen die Bäume gucken, weil nicht so viel Gras, also so hohes Gras ist, dass du deine Tiere oder deine Beute überall sehen kannst. Wirklich Oh, warte, sehr ich schön. hab eine Herde. Voraus. Okay. Ja, Hier das ist mal. aber auch gefährlich an die Wölfe. Ah. Die sehen dich nämlich genauso gut. Ja, aber die würde ich entweder mit einer Pistole oder mit einer Flinte. Oh, das sind aber viele. Einige. Und rechts von uns ist halt auch noch einer. Wo das? Oh, ihn will ich haben. Ich sammle den mal kurz ein hier, bevor wir den hier liegen lassen. Kann mich auch ran schleichen.
Wie weit waren die weg davon? Kann ich dir gar nicht sagen, die war draußen, warte. War so 197 Meter. Was? Sicher? Knapp 200. Na schwer, ich habe so viel Buschwerk dazwischen. Da Ja, kann man dann noch. lass ihn gleich nehmen. Bleib einfach stehen. Warte mal, Weiß ja, wo warte mal. er ist. Nee, warte, ich will das annehmen. Willst du von dir schießen? Na ja. Okay. Weil sie eh dann alle wahrscheinlich nach links laufen werden. Das ist eine schöne Sicht von hier. Oh, warte, ich habe den jetzt gerade angenommen, den haben wir gut durchlöchert. Ich habe Lungenflügel, dann hast du Darm, Hüfte, dann hast du nochmal Hüfte, Lendenwirbel, dann habe ich nochmal einen Darm und du hast nochmal einen Lendenwirbel, Brustwirbel. Der ist durchgesiebt. Gut. Also ich habe auf jeden Fall mein Tier gefunden, was ich schießen will. Warte, ich gucke mal eben. Freie Sicht habe. Jetzt sehe ich sie gar nicht mehr. Den da? Den will ich haben. Ne? Wenn ich darf. Ich möchte Ne? nicht egoistisch wirken. Bei mir steht ja noch Kopf. Echt verbindlich. Da. Den ich markiert habe. Dann schießt den. Der ist voll lustig. Okay. Also ich bin bereit. Ich auch, sag Bescheid. 3, 2, 1. Oh, ich weiß nicht, ob ich den gerade getroffen habe. Oh, Oh, ist ist das der ein weggelaufen. Riesenteil. Los, um rein. Ja, schade. Da müssen wir aber hinterherlaufen. Ja, auf jeden Fall. Gut, ich sehe sie nicht mehr. Dann würde ich sagen, schnellen Fußes hin. Und einfach ein bisschen hinterherlaufen. Jo, das machen wir. Jetzt denkst du, wie viele Tiere? Oh, warte, warte, hier sind sie schon hier vorne. Wo ist es, wo ist er hin? Oh, dieses Fernglas. Ohne sehe ich ihn mitten nicht mehr. Egal, lauf hin. Nee, der ist ja gleich neben uns gewesen. Rechts von uns hier? Ja, oh. Ah, Sonne im Zielfernrohr. Ja, das passt. Jeez. Ich sehe nicht. Noch nie gehabt, dass die Sonne so blendet. Oh, stimmt. Das tut weh, wenn ich mich hinter dich stelle. Also, da war gerade ein Roter irgendwo. Richtig nervös, wenn ich so hinter dir laufe. Nee. Was machst du? Komm, wir gucken mal, ob wir Blutspuren finden. War das wirklich schon hier vorne? Das kam mir viel weiter weg vor. Hinten. Da muss ein schönes Echo. Von dir drin. Entschuldigung. Macht ja nichts. So, hier haben wir eine kleine Blutpfütze. Ich würde gern den erwischen, der den Kopfstand gemacht hat. Das sieht man das auf dem Bild. Oh, das wäre so lustig.
Hast du den getroffen auch? Ja, der ist zusammengezappelt. Oh, da bin ich gespannt. Hast du so eine Bedürfnismarkierung hier gesehen? Also, wo steht, wie viele Tiere das waren? Ach so. Nee, ne? Nee. Aber hier, warte mal, hier vorne ist ein Bedürfnisgebiet. Vielleicht ist da aus dem Busch. Ah, hier hinten liegt schon einer. Oh, hier hinten läuft einer. Ein Einzelner. Ja, schieß nur. Okay. Wir kriegen sie alle. Das ist die richtige Einstellung. Oh, was ist mit ihm los? Ultra lange markiert. Ultra lange markiert. Er ist weg. Also ich habe hier einen, den haben wir wieder zusammengeschossen. Aha. Oh, ja, ach, stimmt, ich krieg Punkte. 180 Meter. Oh, dass der hier hinten liegt. Wahnsinn. Ich dachte eigentlich, die meisten sind nach rechts gelaufen. Ich habe hier eine große Blutspur, der folge ich jetzt. Jo. Und Kommt sie in damit meine oder in deine Richtung? da, wo ich hingehe. Also Richtung Westen. Ach, die geht echt weg. Ja, hier sind richtig viele Spuren. So richtig viele. Die sind doch aber alle nach rechts gelaufen. Ja, das passt doch Richtung Westen. Komm zu dir. Oh, ich trinke gerade was. Das schmeckt schon wieder so künstlich, dass es lecker ist. Da liegt ein Büffel, das könnte deiner sein, der hat verdammt große Hörner. Oh, ich glaube, den habe ich aber so schlecht erwischt. Oder ist meiner mit dem Kopf stand? Man weiß es nicht. Gib das jetzt auf. Deine. Warte mal, bin noch nicht. Jetzt. Ah, muss ich mal ein Bild machen. Das sieht toll aus. Schade, bist du weit weg. Hättest du mit herstellen können, aber naja. Kann ich alles haben. Ja, aber ich komme in deine Richtung. Nee, ist deiner. Lungenflügel rechts. 7 schwer Silber bekommen hast du. Oh. Cool. Aber ich bin jetzt noch einer anderen Spur hinterher. Oder bist du zweien hinterher? Nee, einer. Die ist weg jetzt. Ah, ich dachte, die verschwindet schon, wenn du ihn annimmst. Also das erste Mal. Aber ich dachte eigentlich, wir hätten mehr reingeschossen. Aber wenn es ein Bedürfnisgebiet war, müssten sie doch eigentlich zurückkommen, oder nicht? Hatte ich auch gerade so gedacht, dass die jetzt im Kreis laufen, unten rum wieder zurück. Das machen die öfters. Da war ein Bedürfnisgebiet, also es wurde grün angezeigt. Da habe ich auch schon mal einen Hochsitz hingestellt und die kamen halt immer wieder an. Konntest du schießen, hast 3 Minuten gewartet, kamen sie wieder. Mit Lockruf? Nee, ohne, waren auch Büffel. Hast du auch diese afrikanische Map? Ja, ich habe alle. Lohnt die sich? Ich spiele sie nicht mehr gerne. Ja, Löwen Warum? macht Spaß. Es soll doch große Löwenrudel geben von, ja, 5, 6, 7 Tieren. Habe ich noch nie gesehen. Aber die Tiere sind so schreckhaft. Da kannst du nur Entfernungsschüsse machen. Ich laufe übrigens doch noch eine Blutenspur hinterher. Die ich glaube ich gerade verloren habe. Nein, alles gut, keine Panik. Maultierhirsch. Ja, Bist habe du ich gar das keine hier? Lust. Ja, klar. Ich dachte, das raschelt hinter mir. Nein,
Ich bin nur penetrant laut. Die sind ganz schön weit aber um Pudding gelaufen. Sehr gespannt, wo die landen. Ich finde, die Map ist hier einfach gelungen. Du hast viele Momente oder Stellen auf der Map, die du gut einsehen kannst. Ich finde, du kannst dich auch gut überall verstecken. Also ich dachte als erstes, die gefällt mir nicht so, als ich sie gesehen habe, aber ist eine meiner Lieblingsmaps geworden. War doch hier irgendwo auf der Map so richtig schön Wald, ich weiß nicht, was das für Bäume sind, die unten rum nur Stamm haben, die wo kein Buschwerk ist unten rum. Keine Ahnung. Da kannst du auch richtig gut jagen drin. Ich habe halt auch erst 20% oder so gesehen. Obwohl ich die jetzt schon echt oft gespielt habe, aber immer nur bei den Wasserbüffeln. Es gibt auch noch keine Tiermap online. Zumindest auch keine gesehen. Für Yukon Valley war das nicht. Für hier gibt es. Die habe ich ja auf dem Handy. Ist das immer noch bei dir? Was ist hier? Lang wie ein Axis-Hirsch. Aber die kommen auch immer im Rudel, oder? Oh, warte mal, er kommt. Bist du das? Nein. Voll weit weg. Genau in der Busch kommt er an. Wasserbüffel. Hui, da standen mehrere vor mir. Liegt er? Nee, natürlich nicht. Ich dachte, das ist der Axis-Hirsch. Kommt da aus dem Busch gelaufen. Wo sind da hin? Habe ich den. Oh, ist er. So nah und dann so schlecht getroffen. Ist das dasselbe? Nee. Da kommt er. Da wäre mir fast ein Schimpfwort rausgerutscht. Du hast sie alle aufgestreckt. Na, oh, ehrlich. Nein. Wir alle angelatscht. Ach, hier kommen ja noch mehr. Ja. Kann mich gerade auf mich zu. Ah, was habe ich denn jetzt? Notstand. Ausgepackt aus Versehen. Du könntest natürlich mit denen auch auf dich schlagen, aber ich glaube, da kommst du nicht weit mit. Einer ist liegt. Mhm. Liegt noch einer, aber ich will erstmal hinterher rennen. Den kannst du mal aufheben, den habe ich mit der 400er. Nö. Geschossen. Keine. Nee, willst nicht? Nö. Unten liegt auch noch einer rum. Hier liegen zwei rum. Eieiei. Ich würde sonst sagen, wir gehen einfach zum Wasser wieder runter, oder? Warte mal, ich will mal aufsammeln. Hier, ich habe meinen gefunden. Schuss, sammel ruhig in Ruhe auf. Schussentfernung 5,63 Meter. Sieh, hier sind noch mehr bei mir. Ich höre sie rennen. Ich glaube, du musst nicht wieder hoch.
Nee. Sammel ruhig auf. Alles, was du siehst. Oh, er rennt tot rum. Ja, umgekippt. Der Schuss, herrlich hier. Der hat getroffen Muskel, Darm, Magen, Leber, Lungenflügel links, Vorderlauf, Oberschenkel, Knochen links. Der hat von hinten einmal durchgeschossen. Bronze. Ethikbonus 0. War zu viel des Guten. Aber das war schön. Jetzt haben wir einige wieder aufgeschreckt. Ich finde es schade, dass die große Meute nicht zurückgekommen sind, weil das waren ja irgendwie nur 3, 4 Tiere. Aber ich denke, die haben sich aufgesplittet. Und laufen jetzt alle. Und laufen sonst überall rum. Guck doch nicht so grimmig. Oh. Wollen wir zurück? Zum Wasser? Ja. Aber sie kamen zurück. Zu ihrem Bedürfnisgebiet. Vielleicht ist der Rest ja schon da. Ich glaube aber, sie kam auch nur zu, also relativ zurück, weil du geschossen hast. Dann hast du sie, glaube ich, aufgeschreckt und dann kamen sie mir entgegen. Hier ist eine Blutspur, 2550. Habe ich doch einen geschossen? Nein, das warst bestimmt du. Nee, ich habe vorhin einen von dir aufgehoben. Ich habe vorhin überall drauf geschossen. Das ist ja unser Ziel. Einfach feuerfrei. Ja. Oben links. Hier geht's heute rechts, nicht um rechts läuft einer. Warte, ich markiere noch. Der läuft ganz gemütlich auf dem Hang lang hin. Wo ist er denn jetzt hin? Da oben. Kriegen nicht jetzt. Da? Wissen? Ich werde ihn gleich sehen. Oder willst du machen? Nee, mach. Und? Keine Ahnung. Soll ich mal gucken gehen? Gehst du der Blutspur nach? Ich habe hier aber auch eine. Warte. Meine ich ja, du gehst deiner nach jetzt und ich gehe mal oben nach dem anderen gucken. Oh, das wäre nett. Aber ich glaube, ich komme auch mit in die Richtung, weil da meine auch hinläuft. Also meine Blutspur. Ja, hier war ich auch heute Morgen. Hä? Da hängt ein Fall schon mit dem Baum. Noch nie gesehen. Echt? Ja. Na, geradeaus. Siehst du nicht? Nee. Jo, genau unter der Sonne. Mit einem Geschenk dran. Was? Hast du mich? Nein, hast du die Mission schon gemacht? Nee. Ich auch nicht. Oh, hier liegt dein Büffel, den kannst du selber aufheben. Der wird mir noch gar nicht an. Nee, das ist. Ja, warte. Ja. Dann gehen wir mal zum Fallschirm. Wird mir halt nicht angezeigt. Meine Blutspur ist aber da hinten. Ich hab die mit aufgenommen. Na ja, gut. Muskelmagen, Leber? 100%. Oder vielleicht habe ich schon eine Mission getriggert, wo der Baum dann hier mit dem Fallschirm aktiv ist. Ja, man weiß es nicht. Ich habe einen Fallschirm hängen. Ja, aber ich hatte das auch letzt. Kennst, weil da bist du ja weiter als ich. Kennst du die Mission, wo du die Ziele für sie treffen musst? Durch die Bäume durch und so, wo sie ihre größten Schüsse nachgestellt hat? Nee, kenn ich nicht. Naja, das musst du einmal machen. Du musst dich in solche Steinkreise reinstellen und dann musst du halt verschiedene Entfernungen treffen. Und meine ist nie zu Ende gegangen, obwohl ich fertig war.
Ich glaube, er triggert da nicht richtig, dass es jetzt Schluss ist. Wieso kriegt denn der so einen Bogen auf einmal? Das ist aber gut. Geht's mir jetzt wieder zum Wasser runter. Du bist aber auch immer positiv. Ja. Ja, das wird nochmal hingekackt. Im Busch. Ja, stimmt. Gar nicht gesehen. Schön am Baum ran. Vor allem, wie will er bitte da links gegangen sein? Guck mal, ich habe eine Spur hier oben, eine blaue. Und hier unten ist eine. Ist einmal im Bogen gelaufen? Welche gehen wir nach jetzt? Ach, den müsst du doch längst mal liegen. Keine Blutspur gesehen. Ich auch nicht, deswegen. Dass das eine ganz alte Spur ist. Oh, hier vorne ist er anscheinend, hä? Oh. Schieß. Nee, wenn du kannst. Ich sehe ihn ja nicht. Ich laufe bloß mal langsam. Es wäre so cool, wenn jetzt 10 Tiere auf uns zukommen würden. Völlig panisch. Ja, ich. Ich bin dann völlig panisch. Ja, aber ich stehe hier vor dir. Mir fehlt ja schon ein bisschen was. Ich bin ja schon einmal angehitzt worden. Heute? Wie hast du das geschafft? Vorhin, als einer auf mich zukam. Ich hab den nicht richtig gesehen, weil er aus dem Blattwerk kam. Das ist sogar ein Männchen. Warnruf. Tja, ist schlecht. Wir müssen berghoch. Rennen, schleichen, laufen. Callen wäre schön, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Ich kann ja mal irgendwas kommen, vielleicht kommt er. Glaubst du? Ich wünsche mir das. Da vorne habe ich auch den Axel so schön callen, dann kommt neben mir auf einmal ein Büffel aus dem Gebüsch. Ich glaube, ich habe den aber auch nicht freigespielt. Sind wir denn eigentlich auf der Karte? Ganz schön rot hinter uns. Ja. Ja, aber das ist halt auch, wenn man zu zweit spielt. Ich würde sonst sagen, wenn wir nachher noch eine andere Runde gehen wollen, dann gehen wir zu dem Aussichtspunkt ganz oben. Also rechts ganz oben. Da ist auch ein guter Spot. Da sind auch immer viele. Vor allem, wenn du das Druckgebiet ein bisschen entschärfen möchtest. Ich hab Hunger. Chips wären gut. Hast du welche? Nee. Ich hab nur Nüsse. Das könnte man jetzt auch falsch interpretieren. Eine Schale voller Nüsse. Was für welche? Ja, Erdnüsse. Gesalzen. Lecker. Die hatte ich lange nicht. Das wäre jetzt gut. Sag mir das doch nicht. Ja. Er hätte jetzt gesagt, keine Ahnung, Cashew, hätte ich gesagt, mag ich sowieso nicht. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Warte mal, ich höre einen Büffel. Oder ich höre irgendwas hier latschen. Das ich höre da schon mal die Flinte raus, ne? Das klappt mit den Lockrufen. Erst sozusagen, hast du ja gesehen, den Korlo, ne? Links von mir. Verdammt nah. Also ich höre ihn laufen.
das? Ich habe nichts gehört. Das klang, als wenn was weggerannt ist oder als wenn hier mehreres rumrennt. Wo kann er sein? Ich gehe weiter vor, als wenn hier unten was vorbeirennt die ganze Zeit. Hier sind nur ganz viele Spuren, sehe ich gerade. Ich müsste einmal mit der Firma telefonieren. Ich werde gerade angerufen. Mach mal, ich jag dabei ein bisschen. Ja, ich gehe auch kurz raus. Ich mache das mit dem Telefon. Bis gleich. Ja, bis gleich. So. Ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir erstmal Schluss machen und wenn die Anna wieder zurück ist, nochmal eine neue Session starten. War ja wirklich recht erfolgreich, was wir hier hingelegt haben. Und vor allen Dingen viel wichtiger ist, es hat auch mega Spaß gemacht. So, ich merke mal eben, wo die waren. Problem ist, ich habe leider kein Zelt mit. Das heißt, ich werde noch die ein, zwei Schuss hier setzen. Oder vielleicht komme ich sogar mit der 400er ran. Guck mal, wenn wir ganz schnell uns nähern, ob es klappt. Sind auf jeden Fall welche. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir den hier erwischt haben, auf der Entfernung. Super Schuss. Aber leider hier, leider kein Ethikbonus. Leider, leider. Den haben wir und den wir gerade geschossen haben. Bin ich auch mal gespannt, ob der liegt. Aber ich verstehe nicht, warum wir jetzt keinen Edik-Bonus bekommen. Da die Wasserbüffel eigentlich eine Waffenklasse von 4 haben. Ja, den haben wir auch erwischt. Gibt Geld, gibt Erfahrungspunkte. Wahnsinn, was für ein schönes Tier hier. Thank you.
So, da bist du ja wieder. Mensch, ich hab Ja, ja tut mir echt leid. schön was schießen können. Schade. Oh nee, echt jetzt? Ja, Oh. schöne große Herde aufgestöbert. Guck, das mache ich wegen der Firma. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Mir wird dein Name nicht mal angezeigt. Ja, ich habe schon überlegt. Ich weiß nicht, wollen wir noch länger machen? Mache ich erstmal die Session jetzt zu Ende und dann treffen wir uns doch mal woanders. Ja, okay, aber ich sehe dich sowieso nicht. Bist du gegangen? Nee, du bist gegangen. Wie das denn? Ich habe ja gar nichts gemacht. Ich bin einfach nur stehen geblieben. Ich glaube, du hattest verlassen. Ich persönlich nicht. Ich habe nur mein Handy ausgemacht und bin aufgestanden. Nee, ja, warum auch immer. Nee, bist raus, ich bin alleiniger. Na gut, pass Lächerlich. auf, da mache ich erstmal Schluss Okay. und sage mal zu den Zuschauern, hat uns gefreut, dass ihr so lange durchgehalten habt. Yeah, danke. Ja, und dann macht's mal gut. Bis später. Tschüss.